Genau. Allerdings, was ich viel interessanter an der Weltmeisterschaft finde, ist immer, wie die Trainer alle rausfliegen. Das macht mir am meisten Spaß, das eigentlich immer zu beobachten, wo die da die Maßstäbe setzen. Hitzfeld zum Beispiel kommt noch nicht mal ins Achtelfinale, darf aber weitermachen. Rehagel verliert das erste Spiel an sich in der WM und ist schon weg, einen Tag später ist er weg. Capello fliegt in England nicht raus, weil er zu teuer ist, obwohl die Mannschaft ja auch nichts gebracht hat. Ja. Portugal-Trainer darf auch bleiben. Und der einzig wirklich erfolgreiche Trainer, da steht es auf der Kippe, ob der weitermacht. Ja, beim Löw. Aber er kann selber entscheiden. Ja, gut. Denke ich mal, mehr oder weniger. Heute war jetzt wieder zu lesen, von wegen, ist doch nicht so ganz ausgeschlossen, dass er vielleicht doch aufhört. So. Der DFB hatte ja vor ein paar Tagen, hat er ja da direkt wieder lanciert über die Hausgazette Bild-Zeitung. Die haben ja da einen sehr guten Draht zur Bild-Zeitung, haben die ja direkt hier lanciert, so, ja, Löw will weitermachen, Zwei-Jahres-Vertrag ist alles, eigentlich fehlt noch die Unterschrift. Und das stimmt so offensichtlich überhaupt nicht. Die wollten da nur ein bisschen Druck auf den Löw ausüben. Und der ist jetzt irgendwie in den Schwarzwald abgetaucht. Und hat wohl auch derzeit auch überhaupt keinen Kontakt zum DFB und so. Und jetzt überlegen die schon, ob überhaupt im Juli da eine Entscheidung noch fallen wird. Und wann ist das nächste Länderspiel? Dänemark? Das ist schon 11. August. 11. August. Ja. Und da hat der DFB ganz klar gesagt, also da wollen wir nicht mit einer Interimslösung zum nächsten Länderspiel gehen. Ne? Also da wird es dann. Und so Van Gaal hat seine Spiele aufgerufen zum Länderspielboykott. Ja, ja. Die kommen ja erst am 2. August aus dem Urlaub wieder und müssen am 7. oder so müssen sie schon wieder weg fürs Länderspiel. Also ja, der hat ja auch ein riesen Problem, wenn er jetzt das Training anfängt für die neue Saison. Der fängt an mit 9 Feldspielern, kann er das Training machen und 2 Torhütern. Das ist ja noch nicht mal eine Rumpfmannschaft. Ist denn das Länderspiel vor dem ersten Spieltag? Ja. Und auch vor dem ersten, der meistens ja Pokal. Pokal fängt ja erst an, ja, aber ist noch davor, am 9. Na gut, aber notfalls machen die Bayern, laufen die halt zum ersten Spieltag mit der Amateurmannschaft auf, das ja, reicht das ja auch. Dafür hat Fortuna, ne? Fortuna Düsseldorf hat die Probleme nicht, ne? Habe ich übrigens heute im Logo unten, falls sich da nämlich dann von den Zuschauern einer wundert, weil ihr habt alle eure Logos vom Börsenbrief unten drunter, ne? Und ich hab ja keinen Börsenbrief, deswegen habe ich gedacht, ich mache jetzt immer ein Logo rein, wo ich was ich favorisiere oder so, wo ich gerade günstig gestimmt bin. Und da habe ich heute mal, sieht man unten jetzt auch, habe ich heute mal die gute alte Fortuna reingenommen. Dann hätte ich in 2 Wochen auch gerne das FC Bayern Logo, aber dann... Nee, du hast das? Ja zum Glück, du hast ja Aktionärsbrief. Also ein Bayern Logo werden wir hier nicht einblenden. Nein, das würde ich auch jetzt. Der Schalke aber auch nicht. So weit kommst du nicht. Fortuna ist schon gut, da habe ich den Olli immer auf meiner Seite. Ja. Den Hans-Jürgen aber auch. Ja. Ja, aber Hans-Jürgen favoriert trotzdem, also dann kommt Fortuna ja nur an zweiter Stelle. Ja, aber zweite Liebe. Auch eine große zweite Liebe. Und ich meine, dass jetzt der Volker jetzt nicht so hinter Fortuna Düsseldorf her ist. Ich glaube, du bist Fortuna schon wohl gesonnen, aber du bist... Ich habe ja mehrere Lieblingsvereine. Ja, genau. Das wird ja auch immer angeprangert. Kann man dann ja auch immer, das kann man sich ja entscheiden dann. Das ist ja super. Ja, wer gerade halt erfolgreich ist. Ja. Ich habe ja auch mehrere Lieblingsaktien, dann kann ich auch mehrere Lieblingsfußballvereine haben. Deine Frau guckt die Sendung auch? Kommt dann noch was Drittes? Lieblingsaktien ist das Stichwort. Machen wir mal zu, jetzt wer nächste Woche unser Spielchen auf, wer nächste Woche zahlt. Oliver, wir haben es ja schon angedeutet, Klimaanlagen. Ne? Welche Aktie hast du uns heute mitgebracht? Ja, De'Longhi ist ein italienischer Hersteller. Ich schäme mich fast, jetzt hier italienische Aktie zu empfehlen. Aber das wollen wir mal ganz ohne Vorbehalte machen. Und zwar habe ich natürlich geguckt, jetzt hier die hohen Temperaturen, ICE-Klimaanlagen ausgefallen und welches Unternehmen hat denn, bietet erstmal Klimaanlagen an und bei welchem Unternehmen ist denn auch der Umsatzanteil von Klimaanlagen am gesamten Umsatz ist da einigermaßen nachhaltig und da bin ich halt auf De'Longhi gestoßen. Die stellen halt neben Klimaanlagen, also es sind halt so mobile Geräte und stellen die her, aber auch halt so Kaffeevollautomaten und Haushaltselektrogeräte und Küchengeräte und so. Ja, aber Kaffeemaschinen, ja, aber selbst hier diese Espresso-Vollautomaten und so, das ist ja seit ein paar Jahren ist das ja auch voll im Trend. Also früher einfach nur ein 0815-Getränk und mittlerweile eigentlich schon eher ein Lifestyle-Getränk und diese Vollautomaten sind ja auch, verkauft sich ja mittlerweile sehr, sehr gut und ist auch von De'Longhi, ist auch einer der Marktführer. Gibt es ja auch so viele Hersteller nicht. Nee, aber mein Fokus ist halt das mit den Klimaanlagen und ich könnte mir schon vorstellen, dass bei dieser brüllenden Hitze, die wir jetzt in diesem Sommer haben, dass da auch viele Privathaushalte, viele Privatpersonen sagen, ich kaufe mir jetzt so ein Ding, auch wenn so ein Gerät auch erst so ab 600-700 Euro zu haben ist. Veröffentlichen die jetzt bald zahlen, oder? Das dauert, ich habe mal nachgeguckt, die müssten wahrscheinlich so 12. 15. August müssten die Zahlen fürs zweite Quartal kommen,
Aber da wären ja wahrscheinlich noch nicht diese, genau, weil das hat ja erst so im Juli angefangen. Sie vielleicht mehr für 4 Wochen aufsparen. Nee, oder? Aber ich glaube, dass da mehr noch auf den Trichter kommen werden und dass der Markt das schon vorwegnehmen wird, ohne dass es da schon in Zahlen greifbar ist. Und auch sonst, also die Zahlen für das erste Quartal, die waren auch schon sehr gut. Der Nettogewinn, der ist auf 10,2 Millionen Euro verdreifacht worden. Umsatz ist angestiegen, nur um 3,5%. Das ist jetzt halt nicht spektakulär. Aber was man dazu sagen muss, ist jetzt Gewinnverdreifachung. Okay, da haben jetzt aber auch ein paar Sondereffekte mitgespielt, zum Beispiel günstige Wechselkursentwicklung. Also das erwarte ich jetzt fürs zweite und fürs dritte Quartal nicht, dass das jetzt so weitergeht. Ne? Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die Aktie da jetzt durch diese Klimaanlagen-Thematik, dass die da so einen Schub bekommt. Und der Chart, der sieht ja auch schon so schon recht attraktiv aus. Und insofern könnte ich mir auch vorstellen, dass das... dass die Aktie sich weiter gut entwickelt. Da ist er nochmal. Ja. Ist ja eigentlich ein netter Aufwärtstrend. Ja. Ja. So, ja, dann vom netten Aufwärtstrend zum steilen Aufwärtstrend. Ne? Mit 19% hast du ja die Messlatte ziemlich hochgesetzt. Ne? Ja, das wird natürlich schwierig, das jetzt nochmal innerhalb von 2 Wochen zu toppen. Aber es ist ein Sporn uns natürlich an, dich zu übertreffen. Ne? Ja. Wir machen ja vielleicht am Ende, machen wir dann noch mal so einen Spezialpreis. So Chefs fragen, ob die da was stiften, wer in der gesamten Zeit immer im Jahr in den 2 Wochen den höchsten Rekord geschafft hat. Also du hast jetzt die Messlatte 19%, okay. Ist erstmal die Nummer 1. Schauen wir mal, ob wir den in den weiteren Ausgaben dann überbieten können. Dann jetzt heute? Heute versuche ich es mal mit der KPS AG. Das ist ein IT-Dienstleister, ist der 10. größte in Deutschland. Wir hatten auch im Aktionärsbrief zuletzt mehrere IT-Dienstleister besprochen, wie die Bechtel oder die Kencom. Das sind alles Aktien, die sehr, sehr gut gelaufen sind. Was bei der KPS AG auffällt, ist die sehr, sehr niedrige Bewertung. Die haben jetzt schon Halbjahreszahlen veröffentlicht. Die haben nämlich ein gebrochenes Geschäftsjahr und im Geschäftsjahr 2009, 2010 wurde jetzt nach 6 Monaten der Umsatz um 11% gesteigert. Die haben ihr Ergebnis um 16% gesteigert. Das ist sehr viel, weil sie im letzten Jahr positive Sondereffekte da drin hatten und dennoch jetzt diese 2-stelligen Wachstumsraten haben. Die werden dieses Jahr circa 11 Cent die Aktie verdienen. Man sieht schon am niedrigen Kurs 74 Cent. Das gibt ein KGV von 6,7. Die Aktie ist zuletzt auch schon angesprungen und ich glaube, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. Die kann Richtung 1 Euro laufen. Boah, gut, das wäre dann fast schon wieder. Ne? Also naja, wir werden mal sehen. 1 Euro, dann hast du ja wieder ein paar gute Prozent gemacht.